Cross-Progression, ja oder nein? Diese Frage stellen sich immer noch viele von euch völlig zu Recht, inklusive mir, dass die meisten diese Frage schon gar nicht mehr hören können. Kann ich auch völlig verstehen. Ich werde nach wie vor regelmäßig unter meinen News-Update-Videos und auch im Livestream gefragt. Ich habe vor einiger Zeit ein Video drüber gemacht, das sind wenige Monate her. Da hieß es, dass EA das Thema Cross-Progression beiseite gelegt hat. Sämtliche Mitarbeiter, die an diesem System gearbeitet haben, wurden abgezogen, um für die neuesten EA-Titel zu arbeiten, wie den neuesten Star Wars-Titel. Und dieses Gerücht, meine Fresse, scheint sich tatsächlich ein Stück weit zu bestätigen. Es gibt einen brasilianischen Insider, ein YouTuber, ein sehr großer YouTuber, der macht auch regelmäßig News-Updates. Der hat jetzt Mitte Dezember folgenden Tweet rausgehauen und der lässt dieses Gerücht verhärten. Cross-Progression wurde für Apex Legends abgebrochen und das liegt daran, dass andere EA-Titel diesen Service ebenfalls nicht anbieten. Was andere EA-Titel damit zu tun haben, weiß ich zwar allerdings nicht. Mehrere Quellen haben diese Informationen bestätigt, obwohl es keine offizielle Stellungnahme von den Beteiligten gibt. Es sind nach wie vor Spekulationen und Gerüchte. Aber sind wir ehrlich, hey, wir sind im Hause Respawn EA. Da wird eine Menge dran sein. Also ich bin felsenfest überzeugt, entweder liegt es in ganz, ganz, ganz weiter Ferne oder es kommt tatsächlich nicht. Sollte es tatsächlich nicht kommen und EA und Respawn lassen uns im Dunkeln tappen, dann werden sie keine offizielle Stellungnahme so schnell raushauen. Weil ich glaube, dass Respawn und EA sich bewusst sind, wenn wir jetzt raushauen, die Information, pass auf, Cross-Progression macht euch keine Hoffnung, es wird nie, nie, nie kommen, dann wird es eine Menge Gegenwind hageln, eine ganze Menge. Und ich glaube, dann werden noch mehr Spieler als eh schon abspringen. Und ich glaube, es gibt viele von euch, die zocken nach wie vor, weil sie die Hoffnung nicht aufgegeben haben. Und sollte dem wirklich so sein, dann wäre das wirklich eine riesengroße Frechheit. Und ich würde mir wirklich mehr Transparenz in Sachen Respawn und EA wünschen. Natürlich, wir sprechen hier von Gerüchten und Respawn und EA könnten jetzt sagen, ey, ihr geilt euch hier an Gerüchten auf, an dem ganzen Spaß ist gar nichts dran. Aber wir wissen mittlerweile ja nun schon seit Jahren, mit wem wir es hier zu tun haben und deswegen können wir alle uns nur vorstellen, wie viel Gewicht diese Gerüchte haben. Tja, bessere Nachrichten habe ich in Sachen Cross-Progression tatsächlich leider nicht, aber sollte irgendwo mal ein Hoffnungsschimmer auftauchen, ihr erfahrt es bei mir. Sorry für die schlechten Nachrichten nach wie vor, was das Thema Cross-Progression angeht. Kotzt euch von mir aus kilometerweit in den Kommentaren aus und wenn ich da ewig scrollen muss, ich lese mir wie immer alles durch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, aber ich bin mir sicher, dass da nichts Positives bei rumkommen wird. Das war's von mir schon wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.